Ja, liebe Studierende, ich möchte heute Abend gern die Gelegenheit nutzen, Sie ein wenig einzuführen in das Thema der barrierefreien Kommunikation und darüber zu sprechen, was Sie im Sommersemester 2020 erwartet, das ja ein wenig anders sein wird als die Seminare und die Semester davor. Ich freue mich aber sehr, dass Sie sich auf das Wagnis einlassen und würde Ihnen heute ganz gern ein paar organisatorische Details vorstellen, die das Seminar anders machen als die bisherige Präsenzlehre auf der einen Seite und zum anderen kurz zeigen, was ich genau mit Ihnen vorhabe. Vielleicht organisatorisches: Es wird keine reguläre Sprechzeit geben und Sprechstunde geben in der präsenzfreien Zeit, in der die TU Dresden im Notbetrieb ist, aber das haben Sie sich denken können. Aber stattdessen möchte ich gerne eine Sprechstunde anbieten am Donnerstag zwischen 13 und 14 Uhr und zwischen 22 und 23 Uhr für diejenigen von Ihnen, die aus organisatorischen Gründen oder weil sie zum Beispiel ihre Kinder betreuen müssen oder Angehörige pflegen oder aus welchem Grund auch arbeiten müssen, aus welchem Grund auch immer, sich die Zeit zwischen 13 und 14 Uhr nicht nehmen können. Und das Ganze würde ich gerne online über Verbai realisieren. Der Dienst ist selbsterklärend, Sie werden sich zurechtfinden. Die Informationen und das Material zum Seminar stelle ich wie immer auf unserem Blog zur unserem Professurblog online gls-dresden.de. Suchen Sie hier bitte einfach nach barrierefreie Kommunikation oder nehmen Sie die Hilfsmöglichkeiten, die Register, die wir zur Verfügung stellen, um den Blogeintrag zu finden. Zur Kommunikation vielleicht so viel. Ich habe Sie jetzt mehrmals über Opal via E-Mail kontaktiert und darauf hingewiesen, dass ich sehr gern mit Ihnen gemeinsam in der Umgebung des Matrix Web Messengers arbeiten möchte. Das ist eine synchrone Chat-Umgebung, in der Sie und ich sehr schnell und unkompliziert in Kontakt kommen können. Denn das Sommersemester wird nicht die ganze Zeit live und in Konferenzformaten funktionieren, sondern wir werden uns hier auf, ich würde mal schätzen, ungefähr 5 Live-Termine verabreden, die sowohl im Chat als auch via Konferenzsoftware umgesetzt werden. Für das erste Treffen und für die erste Konferenz jetzt am Mittwoch würde ich noch gern auf Hangouts Meet setzen, ausnahmsweise, um dann mit Ihnen im Sommersemester entweder auf BigBlueButton oder GoToMeeting umzustellen. Aber ich würde Ihnen die Dinge wenigstens einmal kurz zeigen wollen in einer Konferenzumgebung, von der ich weiß, dass sie hundertprozentig funktioniert. Ja, also so, dass wir da eine Grundverständigung haben und so etwas auch wie ein Toolhopping ausprobieren werden und sie mir dann signalisieren und rückmelden, mit welchem der Tools sie am besten arbeiten können und sich vorstellen können, gemeinsam zu arbeiten. Sie erreichen uns mit allen Möglichkeiten über unsere Seite gls-dresden.de/kontakt. Dort sind alle E-Mail-Adressen und alle Anschriften angegeben, auch die zum Sekretariat von Frau Monika Lüttke. Mehr möchte ich jetzt an dieser Stelle organisatorisch gar nicht sagen, denn ich denke, dass zum Beginn des Sommersemesters es am wichtigsten ist, dass wir erst einmal miteinander in Kontakt kommen und eine gemeinsame Arbeitsumgebung definieren, unter der oder auf der wir uns verständige, auf die wir uns verständigen können. Und insofern ist mir das wichtiger, dass wir erstmal die erste Sitzung dafür benutzen, um uns gemeinsam auf ein Semesterprogramm zu einigen und vor allen Dingen auch für Sie Ziele zu definieren, die für Sie im Semester wichtig sind. Die kleine Umfrage, die ich durchgeführt habe, die Details zeige ich Ihnen auch gern direkt am Mittwoch, deuten darauf hin, dass Sie eine gute Mischung aus asynchronen und synchronen Formaten sich wünschen und dass Sie vor allen Dingen auch daran interessiert sind, an technischen Umsetzungen und Kontaktmöglichkeiten und medialen Aufbereitungsmöglichkeiten. Und wenn ich die Zeichen richtig interpretiere, liegen Blogs, Mikroblogs und Podcasts ganz vorne im Rennen. Und insofern ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass Sie sich im Sommersemester ausgerechnet mit einem barrierefreien Audioguide beschäftigen werden. Den würde ich jetzt Ihnen gerne vorstellen. Grundlage des Seminars ist, dass wir, und hier spreche ich für ein ganzes Team, das im letzten Semester die sogenannte Verso GmbH ausgegründet hat, dass wir barrierefreie Kommunikation als echtes Teilhabeprojekt verstehen,
bei dem Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und Menschen ohne diese Beeinträchtigung zusammenarbeiten und gemeinsam Inhalte schaffen, die es so auf diese Art und Weise noch nicht gegeben hat. Denn durch die Zusammenarbeit entstehen ganz eigene Produkte und ganz eigene Zugänge zu besonderen Räumen und kulturellen Welten, wie sie nur aus einer Perspektive nie hätten entstehen können. Was ist Verso? Verso ist ein Projekt, das ein Dienstleistungsprojekt, das gemeinsam mit akademischer Forschung sich für eine leicht verständliche Sprache für alle einsetzt. Und die Regeln dieses Verso-Systems lernen Sie im Seminar kennen. Sie lernen kennen, wie man leicht verständliche Texte produziert. Sie werden sensibilisiert für kommunikative Kontexte, in denen barrierefreie Kommunikation das A und O ist. Und Sie werden überrascht sein, wie vielfältig das Aufgabengebiet und die Berufsbilder sind, die sich daraus entwickeln. Ich arbeite hier sehr eng mit der Verso Dresden GmbH zusammen. Und es wird auch jemand aus dem Team im Seminar dabei sein, sodass Sie hier den engsten Kontakt haben zu Profis in diesem Bereich, worüber ich mich sehr freue. Ja, worum handelt es sich dabei? Es ist entstanden aus einem Projekt zwischen zunächst der CAU zu Kiel, jetzt der Technischen Universität in Dresden und dem Martinsclub in Bremen. Und wir haben gemeinsam ein Angebot aufgebaut, das sowohl Forschung berücksichtigt als auch Dienstleistungen bis hin zu Grafik, Texterstellung, Videoerstellung, Schulungen, Zertifizierungen und so weiter. Und das Ganze in einem relativ dynamischen Markt, sodass schon heute sichtbar ist, dass es große Bedarfe dafür gibt, barrierefreie Kommunikate zu erstellen. Verso ist jetzt mittlerweile in Dresden eine gemeinnützige GmbH, die jetzt seit, ich würde schätzen, einem halben Jahr aktiv ist. Sie finden die Angebote von Verso unter verso-gruppe.de. Werfen Sie mal einen Blick rein. Gerade jetzt in der aktuellen Situation zur Corona-Pandemie sind dort viele neue aktuelle Dokumente eingestellt worden, die zeigen, wie groß das Spektrum ist des Bedarfs an leicht verständlichen Texten. Was ich mit Ihnen vorhabe, ist, einen Audioguide zu erweitern, der seinen Anfang genommen hat bei einem Pilotprojekt gemeinsam mit dem Albertinum, bei dem wir mit Kindern und Jugendlichen mit kognitiver Beeinträchtigung die Ausstellung im Albertinum besuchten, sie interessante Gegenstände auswählen ließen und ihre Äußerungen, Kommentare und Fragen dazu aufgenommen haben, protokolliert haben und daraus einen Audioguide erstellten auf einer mobilen Website. Das Ganze haben wir, das nächste, was wir, wo unsere Erfahrungen eingeflossen sind, ist die Bereichsvorstellung des Bereichs Geist- und Gesellschaftswissenschaften der TU Dresden, für die wir einen Geist- und Sozialwissenschaften der TU Dresden, für den wir einen barrierefreien Auftritt realisiert haben. Das Ganze finden Sie im Netz, schauen Sie ruhig drauf, um sich mal einen ersten Eindruck zu vermitteln, wie wir arbeiten und mit welchen Möglichkeiten wir versuchen, Barrierefreiheit kommunikativ umzusetzen. Ja, der barrierefreie Audioguide für die Albrechtsburg Meißen hat schon einen ersten Teil. Dieser erste Teil, den können Sie schon anhören. Ich habe ihn auch in der Matrix-Gruppe bereits verlinkt. Und das Besondere war daran, dass wir dass wir Mitarbeiterinnen der Professur für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte zusammengebracht haben, Mitarbeiterinnen der Albrechtsburg Meißen, Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen vom Christlichen Sozialwerk in Dresden. Das Verso-Team hat mitgearbeitet und schlussendlich Sie als Studierende der TU Dresden und in diesem Seminar haben gemeinsam gearbeitet und haben einen Audioguide entwickelt auf der Grundlage partizipativer Forschung. Die Herausforderungen dafür sind, dass es ein erheblicher personeller und finanzieller Mehraufwand ist, dass man sehr viel Zeit, Geduld, Flexibilität und Empathie benötigt und diese Fähigkeiten auch an sich und in sich entdecken kann. Die Chancen sind, dass man die erste Schwelle auf dem Weg ins Museum ganz deutlich absenkt und nachhaltige Lösungen produziert, die gemeinfrei zugänglich sind. Ja, wie ganz funktionierte das Ganze im letzten Sommer? Es gab zunächst Vorabsprachen, Vereinbarungen zwischen der TU Dresden und der Albrechtsburg.
Es gab eine Input-Phase im Seminar im Sommersemester 2019. Ähnlich wird es auch in diesem Semester sein. Dann gab es eine Erhebungsphase mit Studierenden und Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen direkt in der Albrechtsburg Meißen. Das sei dazu gesagt, das wird jetzt in der präsenzfreien Situation höchstwahrscheinlich eher auf eine Exkursion im Virtuellen hinauslaufen, was mir sehr leid tut. Aber hier werden wir versuchen, Mittel und Wege zu finden, um das für sie möglich zu machen. Dann gab es eine Erarbeitungsphase, in der wir gemeinsam Texte und erarbeitet haben, Projektgruppen gebildet haben, Protokolle auswerteten und so weiter und so fort. Haben ein Konzept für eine Führung entwickelt, haben diese Führung barrierefrei umgesetzt, haben den Audioguide produziert und schlussendlich war es uns sogar möglich, diesen Audioguide professionell einsprechen zu lassen, nochmal zusätzlich Fotografien zu erstellen, Videocontent zu erstellen und so weiter und so fort. Das war schon eine besondere Situation, aber ich möchte unbedingt daran anknüpfen, gemeinsam mit Ihnen. Ja, um mal so ein Beispiel zu zeigen, wie solche Protokolle aussehen. Sie sehen hier, dass wir auf der einen Seite Textprotokolle haben und aus diesen Textprotokollen dann bestimmte Themen entwickelt haben, wie zum Beispiel hier die Körperdarstellung im ersten Raum und im zweiten Raum. Sie sehen sehr spezifische Themenbereiche, die hier angeschnitten werden. Also das heißt die Kleidung, das Aussehen, das Gewicht von bestimmten Dingen und einfach Nachfragen dazu, was in bestimmten Kontexten überhaupt zu sehen ist. Das Ganze haben wir kollaborativ in einer Google Drive-Umgebung gesammelt, ausgewertet und weiterentwickelt, sodass wir hier eine gemeinsame Arbeitsbasis hatten, die bereits digital war. Wir saßen zwar in einem Seminarraum, haben aber im Wesentlichen kollaborativ an Dokumenten gearbeitet. Das ändert sich jetzt für Sie insofern, als Sie nicht mehr gemeinsam in einem Raum sitzen, aber dennoch gemeinsam kollaborativ arbeiten. Es gibt hier neben Google Docs noch eine andere Alternative, das ist das ScriptPad und darauf werde ich höchstwahrscheinlich im Seminar zurückgreifen. Dann haben wir auf dieser Basis dieser Texte eine gemeinsame Führung erstellt. Sie sehen hier die beiden zentralen Räumlichkeiten in der Albrechtsburg Meißen, haben diese mit Fotos versehen und so weiter und so fort und darauf aufbauend einen Audioguide entwickelt. Hier sehen Sie Ergebnisse aus der Evaluation und auch das Titelblatt einer Masterarbeit, die genau in diesem Kontext entstanden ist, zum Zusammenhang zwischen Kunstkommunikation und also zwischen Musikrezeptionserfahrungen und deren Explikation und der Zugänglichkeit in kommunikativen Kontexten von Clara Bayer. Und zum anderen Auszüge aus der Evaluation, aus dem Kommentarbereich, die darauf hindeuten, dass für die Studierenden im letzten Sommersemester dies eine sehr besondere Erfahrung war, von der sie hoffentlich sehr viel mitgenommen haben für ihre spätere Arbeit, vor allen Dingen als Lehrerin und Lehrer. Ja, wenn Sie wollen, probieren Sie diesen Audioguide bereits jetzt aus. Er steht im Netz für Sie zur Verfügung. Reizvoller ist es natürlich, wenn Sie das in der Albrechtsburg Meißen selbst tun, wenn Sie Gelegenheit haben und es die Ausgangsbeschränkungen wieder zulassen, dann fahren Sie doch einfach bei schönem Wetter nach Meißen und probieren Sie den Audioguide in der jetzigen Form aus. Das, wohin es geht, ist, das sehen Sie hier, ist möglicherweise eine 3D-Modellierung der Albrechtsburg, die wir ebenfalls aus dem Team Verso heraus realisieren werden können. Ich denke, das könnte der eine Weg sein, oder die eine Richtung, in die wir mit dem Seminar gehen, einfach aus dem Grund, da Sie nicht persönlich vor Ort sein können, sich aber natürlich einen Eindruck von den Räumen machen sollen und wollen. Ob uns das gelingt, hängt im Wesentlichen noch von zwei, drei Rahmenbedingungen ab, die ich im Moment noch nicht benennen darf und kann, aber seien Sie gespannt, das wird sich in den nächsten Wochen klären. Ja, und was habe ich mit Ihnen im Sommersemester vor? Ich habe jetzt schon mehrfach angedeutet, dass man diesen Audioguide erweitern könnte und es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen, wir machen einfach so weiter wie bisher und machen einfach andere Räume, das wäre aber thematisch nicht so interessant und vor allen Dingen
für Sie kein neuer Ansatz. Aber es gibt die Möglichkeit, zwei Sonderführungen anzufertigen, auf die ich persönlich große Lust habe, nämlich und die für das Haus sehr wichtig sind. Das erste ist die zum Meißner Porzellan. Wie Sie vielleicht wissen, ist die Albrechtsburg der erste Platz der Meißner Manufaktur. Und das Schloss wird für den Manufakturbetrieb komplett umgebaut und zu einer Hochleistungsproduktionsstätte für das weiße Gold in Sachsen. Und das Zweite ist, auch das ist ein interessanter Aspekt, die komplette Architektur dieses Gebäudes, die sehr, sehr viele Besonderheiten aufweist und die vor allen Dingen schlussendlich die ganze Stadt prägt. Also das heißt, alleine das, was an Baumaterialien für diesen Schlossbau benötigt wird, hat große Auswirkungen auf die Infrastruktur der gesamten Stadt Meißen, sodass man auch daraus eine Sonderführung realisieren kann, die, glaube ich, nicht nur Eingesessene interessiert, sondern auch vor allen Dingen, weil Menschen, also Jugendliche und Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung häufig in Werkstätten arbeiten, dort traditionelle Handwerksberufe lernen, sehr, sehr interessant werden könnte. Also das ist der Ausblick für das Sommersemester, eine Führung zum Thema Porzellan und das zweite eine Führung zum Thema Architektur der Albrechtsburg. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich bei Ihnen damit auf Interesse stoße, freue mich auf die erste Sitzung am Mittwoch. Das wird schon eine Präsenzveranstaltung, also eine Veranstaltung mit Videokonferenz sein. Die Daten habe ich Ihnen in der Matrix-Gruppe bereits geteilt. Ach, und noch ein Wort hinterher. Alle meine Präsentationen werden gemeinfrei sein und auf YouTube veröffentlicht und lediglich in Matrix verlinkt. Das heißt, Sie können auch gern auf diese Inhalte außerhalb der geschlossenen Systeme der Universität zugreifen und diese auch sehr gern weitergeben. Okay, bis hierhin. Ich freue mich auf Ihr Kommen, freue mich auf das gemeinsame Semester unter besonderen Bedingungen und wir sehen uns dann am Mittwoch zum ersten Mal in einer virtuellen Umgebung. Bis dahin, Ihr Alexander Lasch.